Mein Gegenstand ist das Körper haben oder die lange Fassung. Kann ich begreifen, was es heißt, einen Körper zu haben? Kann ich begreifen, was es heißt, einen Körper zu haben? Und das mache ich von zwei Seiten. Die Seite der Theorie, da vor allem die philosophische Anthropologie von Helmut Plessner. Und die Seite der Praxis, der Körperpraxis. Ihre Hände möchten übereinstimmen, aber wie man sie auch dreht und wendet, sie spiegeln sich bloß. Der Prozess ihres Denkens ist durch ihre Hände geformt. Meine Hände. Ich mache das Ganze in 5 Schritten. Schritt Nummer 1 ist begreifen, das habt ihr gerade gesehen. Schritt Nummer 2 ist Körper haben, Körper sein. Manche Philosophen trennen begrifflich Leib und Körper, um besser zu verstehen, was das Wesen des Menschen ist. Der Leib ist dann, je nachdem, der beseelte Organismus oder das natürliche oder ursprüngliche. Der erste Gegenstand des Menschen ist sein eigener Körper. Einen Schnelldurchgang durch die Körperphilosophie von Plessner mit meinem Akzent, den ich da drauf lege. Nummer 3, Teil 3 ist Körper kriegen. Wenn man einen Körper hat, dann gibt es vielleicht auch den Schritt davor, dass man ihn kriegt, bekommt. Da wende ich diese Theorie an auf eine Form des Schauspieltrainings. Das Training ist wie ein Werkzeugkasten, in dem sind bestimmte Elemente drin. Das erste Element heißt Balance, zweites Element heißt Gegensätze, drittes Element, ich überrasche mich selber, ich springe hoch und überrasche mich, weil ich erst oben entscheide, in welche Richtung ich springen werde, ob meine Drehung 90 Grad nach links oder nach rechts gehen wird. Nächstes Element ist eben ein Wechsel, Kniebeuge. Und umgekehrt. Sechstes Element ist eine ungewöhnliche Hauptbewegungsart. Nicht das Einverleibte ist auf der Bühne interessant, sondern das ist ja die Kunst, die Darstellung lebendig zu gestalten, dass sich der Schauspieler in den Griff bekommt. Ebenso muss erst die Stimme als Mittel entdeckt sein, bevor die Lautsprache entdeckt werden kann. Schritt Nummer 4 ist Stimme haben. Du musst jemand sein, um die zu haben. Es ist jemand, der sich äußert, nicht etwas. Du bist ja nicht etwas. Also doch Stimme kann auch Geräusche produzieren. Doch Stimme ist keine Stimme, wenn ihr die Mitteilungsfunktion fehlt. Die Stimme ist das performative Phänomen bei Sinus. Die Stimme ist das performative Phänomen bei Sinus. Die Stimme ist das performative Phänomen bei Sinus. Das performative Phänomen bei Sinus. Und Nummer 5 ist Körper vergessen haben. Auf einmal wusste sie, was es heißt, einen Körper zu haben. Sie wusste es und musste es niederschreiben. Meine Arbeit beginnt erst nach der Entscheidung, geflüsterte Worte in Form von Buchstaben zu artikulieren. Da hatte sie alles gesagt. Und ich bin auch fertig, danke.